Hallo und herzlich willkommen zu Medal of Honor Airborne. Wie man auch lesen kann. Ich spiele diesmal kein Adventure, sondern ein Ego-Shooter. Diesmal was Neues. Wir starten auch gleich eine neue Kampagne. Auf normal. Und hoffen, dass ich es einigermaßen gut hinbekomme. Der Sprung aus einem Flugzeug ist absolut ungefährlich, vorausgesetzt, Sie befolgen sämtliche Vorschriften. Und man hat einen Fallschirm dabei. Sobald Sie grünes Licht haben, springen Sie! Folgen Sie Ihrem Vordermann! Nicht stehen bleiben, nicht denken! Los, 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 los! Müssen wir landen, möglichst genau in der Mitte. Durch die Zwangsauslösung öffnet sich Ihr Schirm automatisch. Er ist so konzipiert, dass Sie senkrecht nach unten fallen. Steuern Sie auf ein Hindernis zu, können Sie diesem mit Hilfe der Leinen ausweichen. Landen Sie auf Lichtung sind und auch ganz Sie gut auf gelandet. Rauch. Sie wissen, warum wir auf grünen Rauch achten? Weil es Vorschrift ist! Los, 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 los! Nur Anfänger und Zivilisten verfuschen die Landung. Sie sind doch kein Anfänger, oder? Man muss mal durch der Bahn einen Flair können Sie die Landezone beobachten. Außerdem ist die Landung dadurch weniger schmerzhaft. Fliegen Sie in eine Gefahrenzone, passen Sie Ihre Flugbahn an und bremsen Sie ab, um sanft zu landen. Dadurch sind Sie schneller landbereit. Leider noch viel zu gut. Hören Sie mich! Vorwärts, 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 vorwärts! So, diesmal müssen wir auf das Podest landen. In der Army halten sie einige für nichts weiter als ein gescheitertes Experiment einer neuen Art der Kriegsführung. Aber diese Leute kennen sie nicht. Ich bin überzeugt, dass relativ schmal und hoffe, dass ich auch auf den Erfolg den Luftlandeeinheiten zu verdanken sein wird. Ich sehe auch gerade gerne. Aber wir sind gut gelandet. Haben die goldenen Flügel verliehen bekommen. Das ist doch was Schönes. Travis! Travis! Zuhören! Ruhe! Unser Ziel liegt hier. Sizilien, ein Ort namens Adanti. Laut S2 hat der Feind dort 4 Flugabwehrgeschütze in Stellung gebracht. Die erste Flak steht im Westen, in einem Sektor, der als Hill Houses bezeichnet wird. Die zweite Flak steht außerhalb, gleich hinter dem nordöstlichen Stadttor. Die beiden letzten sind schwer bewacht. Sie stehen auf dem Haus des Bürgermeisters, das der Feind kürzlich als Gefechtsstand besetzt hat. Das sind unsere aktuellsten Bilder der Absprungzone. Gebiete mit der höchsten Truppenkonzentration sind rot markiert. Falls Sie diesen Krieg nicht im Alleingang gewinnen wollen, sollten Sie sich also auf die grünen Rauchsignale konzentrieren. Wir schlagen in 2 Stunden los. Abtreten! Okay, also das ist unsere erste Mission. Und die werden wir im nächsten Video auch gleich anfangen.